Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wandering Village. Ach ja, es wird immer gefährlicher. Ich guck mal kurz auf die Karte, auch wenn ich mich kaum traue. Ja, ich wusste es noch von der letzten Folge, dass mir der Anblick nicht gefallen wird. Daran hat sich auch nichts geändert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ich wünschte, ich könnte hier einfach irgendwie ihn drumrum... Warum muss er eigentlich so eine gerade Strecke gehen? Kann er nicht irgendwie ein bisschen drumrum laufen? Naja, wir müssen uns ein bisschen bereit machen auf das, was jetzt kommt, auf das ganze Gift. Haben wir hier die ganzen Leute drin? Ja, und 40 Kräuter, okay. Also Kräuter sind okay. Wir können hier auch schon mal direkt jemanden einstellen, würde ich sagen. Wo nehmen wir jemanden weg? Hier sind genug. Dann hier einer weg. Okay, dann können wir ihn gleich mit Medizinbällchen bewerfen. 5 Stück haben wir. Ich hoffe, das werden auch noch mehr. Irgendwie, das geht super langsam, ne, die Produktion davon. Aber gut. Hauptsache, wir haben überhaupt irgendwas, was wir ihm geben können, wenn er krank ist. Mir graut es davor. Mir graut es sehr davor. Okay, wir warten. Wir haben was zu erforschen. Den Tomatenanbau. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und hatten wir jetzt auch die Bäckerei? Ja, ne? Die haben wir jetzt auch. Das heißt, wir sollten die vielleicht auch mal aufbauen. Die Bäckerei. Wo haben wir die denn? Hier wahrscheinlich. Die Bäckerei. Sehr schön. Die kommt hier direkt unter die Mühle. Passt ja super. Jetzt wäre es geplant gewesen. Lassen wir Dorfbewohner an Lingling bieten. Den Essensstand brauchen wir tatsächlich gar nicht wirklich. Wir wohnen hier alle sehr zentral. So. Sind wir schon soweit? Ist schon? Ja, wir sind im Giftgebiet. Und. Na gut. 8% ist noch okay. Aber das wird. Oh, geht zurück. Sollte das nicht eigentlich steigen? Oh Gott, ich hoffe, der will hier nicht gleich schlafen. Guck mal, der ist auch super müde. Vielleicht sollten wir den hier vorher mal langlegen lassen vom zweiten Giftgebiet. Ja, sehr hoch, wenn er sich hier hinlegen würde. Ja, das machen wir natürlich auch nicht. Nummer 9. Ich glaube, ich würde so bis 20% vielleicht. Und dann müssen wir eingreifen, denke ich. Warte mal, hier ist die Küche. Dann ist es vielleicht doch ein Problem, ne? Weil die können, ist schon weiter zur Küche. Ich weiß nicht, ob ein Essensstand hier gut wäre, hier oben. Wenn die Küche... Oh nee, das ist nicht weit, oder? Ich glaube, das ist nicht weit. Lassen wir erstmal. Schöne Giftfolge. Ich mach mal... Wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen schneller. Ist okay. Wir kommen schon nach. Das ist wirklich nur die Frage, kommt der hier noch? Doch, das schafft er noch, ne? Doch, doch. Da kommt er noch durch. Wir können danach ihn hinlegen. In der Mühle arbeitet nur eine. Wir müssen jetzt auch mal Weizen pflanzen. Können wir das? Ja, sollte funktionieren. Rübe, Weizen. Sehr schön. Und hier können wir jetzt auch wieder Rüben machen. Okay, immerhin, wir sind aus der Wüste raus. Das ist schon mal nicht so schlecht. Okay, jetzt kommt das nächste Giftgebiet. Wir sind bei 12%. Oh, und hier kommen schon die ersten Pflanzen. Oh, Moment, wir haben hier die Leute rausgeschmissen. Moment. Nehmen wir mal hier die Ernte weg. Wie viele können wir machen? 3? Ich will mehr. Was? Was? Ein totes Onbu. Wahrlich ein trauriger Anblick. Das hätte auch unser aller Schicksal sein können. Aber wir haben es geschafft zu überleben, dank unseres Mutes, unserer Zusammenarbeit und nicht zuletzt dank deiner Führung. Wir sollten etwas errichten, das an unser Fortbestehen erinnert. Ein Denkmal an die Zusammenarbeit. Und es könnte sogar eine gute Gelegenheit für mich sein, den Titel des Dorfvorstehers ein für alle Mal an dich abzutreten. Wo ist denn totes Onbu? Hier im Hintergrund, oder wie? Wo? Da vielleicht? Oh ja, ja, da liegt es. Oh nein. Das ist ja grausam. Hier liegt wirklich ein totes Onbu. Im Hintergrund. Oh nein. Oh, ich habe gerade so Angst gehabt. Ich dachte gerade, wir wären tot. Ich dachte gerade, für uns ist es vorbei. Ich will mal kurz ein bisschen langsamer. Ich möchte es gern sehen. Und wisst ihr, was wir mal eben direkt machen gegen Gift? Bevor wir hier auch liegen bleiben. Ach, krass. Wow. Onbu, du schaffst es weiter, oder? Du fällst jetzt hier nicht um. Du darfst hier wirklich nicht schlafen, Onbu. Oh Gott. Ich fand das gerade, hat man auch das Gesicht gesehen. Das sah so traurig aus. Wartet. Okay, wir sehen es gar nicht mehr. Liegt es dahinter? Ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass wir das jetzt nicht so genau sehen. Muss auch nicht. Was kommt dann danach? Okay.
Jetzt sind wir bei niedrig, aber am Boden noch hoch. Aber er wird jetzt eh gleich irgendwann schlafen gehen, auf jeden Fall. Wir könnten noch mal Futter werfen vorher vielleicht. Hier, Onbo Futter noch mal. Sehr schön. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe mich richtig, richtig erschrocken gerade. Wow. Okay, ihr seid dabei. Sehr gut. Auch hier bitte. Macht die Scheiße bitte weg. Nehmen wir hier noch irgendwo welche weg. Ich lieber bei den Erntern dann rein noch. Geht Onbo schlafen? Ja, Onbo geht schlafen. Haben wir jetzt hier 5? Okay. Und der Rest lieber als Ernte halt, um hier die Sachen zu ernten gerade. Sind auch weg. Nee, okay. Gut. Jetzt auch. Die sind markiert. Sehr gut. Onbo, gute Nacht. Wow. Noch irgendwo was? Auf den Feldern? Oh Gott, hier unten ist ja hardcore. Ui, ich hoffe, die beeilen sich. Wow. Das hat hier aber, wow, das war viel. Ich darf, glaube ich, doch nicht so lange warten mit dem Giftlevel, ne? Oh Gott, hier auch beim Mutterbaum. Ich hoffe, der wird nicht infiziert. Das wäre super kacke. Mutterbäume würde ich sehr gerne am Leben erhalten. Onbo, gute Nacht. Machen wir ein bisschen schneller. Okay. Ich wünschte, ich könnte direkt alle markieren hier, damit wirklich mehr Leute kommen und hier helfen. Wow, die alle sind vergiftet. Wow, okay. Aber hier auch der Mutterbaum ist in Gefahr. Ich weiß nicht, ob der Mutterbaum sich infizieren kann. Ich hoffe nicht. Oha. Das macht mal schneller. Das ist eine ganze Menge hier. Okay, die sind wieder da. Haben wir irgendwo einen Schrein? Leider nicht. Dann lass uns Holz woanders holen als bei uns. Wäre mir lieber. Okay, der wächst noch. Hier wurde verbrannt. Okay. Also hier sieht es jetzt, glaube ich, gut aus hier oben. Hier sieht man noch Reste, aber okay. Und hier unten jetzt halt noch. Die Dinger weg. Wir haben doch so viele Leute. Warum machen die denn nichts? Oh. Verlorene Wälder. Dichter Nebel bedeckt den Eingang und macht es unmöglich, ins Innere zu sehen. Vorsichtig wagen sich deine Kundschafter hinein, als plötzlich aus der Ferne eine aufmunternde Melodie erklingt. Wir sollten ihr folgen und sehen, wohin sie führt. Dies ist kein gewöhnlicher Ort. Wir sollten uns von ihm fernhalten und vom Waldrand nehmen, was wir können. Ich will sehen, was da ist. Die Kundschafter hören die Melodie schon von weitem und gehen tiefer in den Wald hinein, aber da sie sich nicht einig sind, woher sie kommt, laufen sie immer im Kreis. Nach einer Weile gibt die Gruppe auf und geht. Wir kriegen aber 30 Holz. Okay. Interessant. Schön, diese kleinen Events. Hatten wir schon länger nicht mehr, glaube ich. Gefällt mir. Jetzt beeilt euch doch mal. Was machen die denn hier alle, die Dekontaminierer? Geht arbeiten. Ah, die haben kein Biogas, weil sie nicht aktiv waren, kommt da kein Gas an, ne? Das ist natürlich doof. Wir haben Unmengen Biogas gehabt eigentlich. Huch, was war das hier? Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Wieso ist denn das ganze Biogas weg? Wir hatten eigentlich Tonnen davon. Ach so, vielleicht weil die das jetzt alle aufgefüllt haben. In ihre Behälter. Wer weiß. Auf jeden Fall löschen sie ja. Auf jeden Fall verbrennen sie alles, das ist gut. Was die nicht schaffen, sollen die Dorfbewohner holen. Ach, hier wächst auch nicht mehr viel. Also viel kann da nicht mehr infiziert werden. Hier oben ist noch kritisch. Jetzt kommt mal langsam hier der arme Mutterbaum. Ich bin froh, dass der scheinbar tatsächlich nicht mit vom Begriffen ist. Ja, der scheint nicht infiziert werden zu können. Das ist gut. Aber blöd hier für die Bärensammler, die ganzen Sträucher sind hier in Gefahr. Ja. Schneller. Leute. Die stehen hier alle nur rum. Geht arbeiten. Ich weiß, Biogas ist irgendwie knapp. Naja. Ganz komisch. Eigentlich hatten wir richtig viel, aber die brauchen scheinbar auch massig dafür. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, hier können wir auch wieder Leute einstellen, theoretisch. Warte mal, Onbo. Doch, Onbo braucht tatsächlich auch nochmal. Okay, dann. Hier.
Ja, ist keiner da. Okay. Hey, ist doch einer da. Warum hier Gegengift? Okay. So, wie sieht's aus? Wird. Aber nicht so richtig. Also könnte besser sein. Ach, das ist auch doof, nur wenn die abernten, dann ja, vergiften die sich halt auch leider dabei. Das ist auch doof. Naja. Und Galle haben wir nicht. So, du wirst gefüttert, hoffe ich. Jetzt sind wir schon wieder am Laufen. Dann müssen wir hier gleich aufpassen. Oh Gott, da kommen die nächsten Giftwellen. Oh Gott. Hier, bitte nochmal Holz holen. Ach. Look. Hier wird jetzt wenigstens Brot hergestellt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht an sich. Jetzt brauchen wir halt hier auch nur wirklich viele Leute, die sich... Ah, die Kräuter auch schon wieder alle leer hier drin. Ombu geht's gerade gut. Wir könnten die hier erstmal rausnehmen, damit die erstmal die anderen Sachen helfen. Hier kann nur einer, ne? Ja, da kann immer nur einer arbeiten, leider. Okay, hier ist jetzt fast alles weg. Immerhin. Jetzt noch der Rest weggemacht wird, ist gut. Und hier unten, die sollten sie eigentlich auch noch in den Griff kriegen, hoffe ich. Ich hoffe, dass sich das nicht nach hier unten noch ausbreitet. Oh Gott, unsere ganzen Bäume sind weg. Wir brauchen unbedingt den Förster. Können wir das schon machen? Zwei Wissen. Wie brauchten wir denn dafür? Drei leider. Ja, geht leider gerade noch nicht. Wir müssen... Ja, schade. Geht leider gerade noch nicht. Wir müssen warten, bis wir noch ein Wissen haben. Bist du gefüttert? Ich glaube ja, dann kann das erstmal weg. Also gefüttert mit Gegengift meine ich. Oh Gott, da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich... schnell. Haben wir noch einen? Okay, haben wir. Dann hier bitte Süden. Also die Wüste ist auf keinen Fall schlimmer als das hier. Wow, ein großer Wald voller... Wow. Wir müssen nachpflanzen. Wir müssen so dringend nachpflanzen. Ich brauche einen Schrein. Ja, es kommt keiner. Wir haben halt kaum noch Bäume, ne? Das ist nicht gut. Ah, oh, hier unten hat es auch einen erwischt. Na, Mist. Warum ist das ganze Biogas plötzlich alle gewesen? So was Doofes. Wo wird denn das hergestellt? Wird das hier hergestellt? Nee. Wo wurde denn das Biogas hergestellt? Ach, hier. Ach, ich bin ja doof. Ich hab's verplant. Hier wurde jetzt Kompost hergestellt und kein Biogas. Die kriegen ja auch nichts nach. Ah, Selbstschuld. Tja, Selbstschuld. Wenn ich darauf nicht achte, dann ja. Habe ich verplant. Habe ich tatsächlich verplant. Okay, hier wird sich gekümmert. Aber sonst ist nichts mehr, ne? Nee, hier ist weg. Hier sind nur noch so Reste zu sehen von dem, von der Plörre. Aber ansonsten, ne. Gut, die kriegen gleich noch ein bisschen Biogas, hoffe ich. Dauert ein bisschen mit der Herstellung, okay. Der wird jetzt gleich nach Süden rennen. Das ist gut. Ich hoffe, hier kommen nicht die nächsten Pilze, aber ich denke, das ist eher nur hier. Wow. Gott, wird das Spiel anstrengend. Das war anfangs so super süß und fast schon ein bisschen langweilig. Und also als man nichts mehr zu bauen hatte, wurde es langsam schon ein bisschen öde. Und jetzt volle Pulle aber. Wow. Okay. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf beiden Feldern nur noch Mais, Weizen, meine ich, mache. Für die Küche oder ob wir trotzdem noch Rüben nebenbei machen. Hm. Ich meine, die Windmühle muss halt auch das verarbeiten. Ach, ich lasse beides. Ich lasse beides. Sind die Kundschafter schon wieder da? Wow, das ging schnell. Ja, ein Schrein haben wir nirgendwo. Dann holen wir Bäume, damit wir unsere nicht fällen müssen, auf jeden Fall. Das ist ein Steinmetz. Hier kann keiner arbeiten. Okay. Ich jetzt so? Oh Gott. Sind die ganzen, sind die schon wieder alle gestorben? Ich glaube, es sind schon wieder sehr viele Leute an Gift gestorben, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Drei sind arbeitslos. Wo sind die denn? Warum kommen die nicht arbeiten? Ah, okay, jetzt so. Das muss dann erst wieder eingestellt werden. Ich verstehe. Jetzt müssen wir überall gucken, ob die, die gestorben sind, ja, wo die jetzt quasi wieder ersetzt werden müssen wahrscheinlich. Okay, mehr sehe ich, glaube ich, nicht. Hier haben sie es geschafft. Okay, wunderbar. Ah, so doof, dass die daran krepieren. Aber haben wir Doktor und Kräuter alles da, aber irgendwie reicht das nicht. Hm. Gut, die Ernte brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Okay, ganz ruhig bleiben. Den hier brauchen wir gerade nicht. Den halt auch nicht. Dann packen wir hier lieber noch einen Transporter rein. Wie sieht's hier aus? Wir kommen in die Wüste. Und da sind sogar Nomaden. Okay, dann können wir unsere Leute zum Glück ja wieder reinkriegen. Ersetzen will ich jetzt gar nicht sagen, das ist voll gemein irgendwie. Auch wenn es der Wahrheit entspricht. Ja, nehmen wir auf jeden Fall auf. Dankeschön für eure Hilfe. Leider nur 2 Stück. Na gut. Ganz ehrlich, wir brauchen noch nicht so viele Steine. Wir haben unendlich viele Steine. Das muss gar nicht mehr sein. Ist da was? Ich deaktiviere das mal. Wir brauchen die viel mehr an anderer Stelle. Hier halt zum Beispiel ist niemand mehr. So, die können jetzt wieder arbeiten, weil wir wieder Holz haben. Was ist jetzt los? Verlorene Wälder. Ist das wieder, ja, wieder Melodie? Ja, wir folgen nochmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Nee, okay, das scheint scheinbar nie zu funktionieren. Na gut, laufen immer im Kreis. Und versuchen wir es nächstes Mal ohne das. Irgendwo ein Schrein? Nein. Okay, schade. Wir können hier noch Holz holen. Ja, okay. Ja, ohne Wissen ist hier leider nichts zu machen. Hier fehlt es gerade an Lebensmitteln. Okay, ist nicht weiter schlimm. Kann ich hier jetzt noch machen? Polenta? Ne, wir machen weiter die Rüben, glaube ich. Sind gerade leider keine da, wirklich. Also Mais hätten wir noch ein kleines bisschen, aber pflanzen wir halt gerade nicht. Lassen wir so. Okay. Ja, hier fehlt es halt an Wissen. Die können wir eigentlich auch erstmal dann woanders arbeiten lassen. Ist okay. Sind jetzt untätig. 5 Stück haben wir über. Ja, wir brauchen halt gar nicht die ganzen Bauarbeiter. Wir bauen ja gerade gar nicht. Ist auch ein bisschen Quatsch. Haben die Bärensammler alle noch? Ja, da sind keine vergiftet worden. Okay. Sind die schon wieder da? Könnten jemand noch Onbu-Futter theoretisch herstellen lassen? Oder hier schon mal mehr Setzlinge holen für später. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Ist da was? Machen wir das? Nee. Immer ist voll. Vielleicht können wir hier einfach alles Könner machen statt Ernte. Und hier vielleicht auch. Nee, warte mal. So. Haben wir noch? Oh, wieso haben wir jetzt so viele Arbeitslose? Wundert mich gerade ein bisschen. Okay. Dann alle rein mit euch. Nur mehr? Nee, jetzt sind wir durch. Okay. Da kommt eine kleine Hitzewelle. Ja, stimmt. Wir können das. Doch, Weizen geht noch. Warum ist die Bäckerei kaputt? Oh, da kam schon wieder ein Wirbelsturm, den ich verpasst habe. Okay. Wir könnten noch Weizen, wir können auch Tomaten mal machen. Dann würden wir hier, nee, hier nicht, Entschuldigung. Hier auf gegrillte Tomate gehen danach. Haben wir nicht mehr. Dann machen wir erstmal Beeren. Und dann gehen wir auf Tomate. Okay, ja, Hitzewelle. Geht's trotzdem? Nee, geht nicht. Okay. Dann machen wir hier erstmal Kakteen gerade. Tomate geht auch nicht. Mais geht, okay. Mais. So, wie sieht's aus? Futterstelle oder Schlafplatz? Futterstelle oder Schlafplatz, was nehmen wir denn? Ist mir fast egal, ich würde vielleicht Onbu entscheiden lassen. Warte mal, haben wir viel für Onbu zu essen? Ja, wir haben viel für Onbu zu essen. Okay, dann entscheiden wir selber. Dann lassen wir ihn mal ordentlich zum Schlafplatz gehen. Moment. Hier einmal füttern. Und nur füttern. Und wir laufen runter zum Schlafplatz. Vielleicht fühlt er sich da ein bisschen wohler. Ich glaube, Schlafplatz ist wahrscheinlich besser als auf dem Boden schlafen. Würde ich zumindest annehmen. Hier ist eine Siedlung. Schicken wir mal da Leute hin. Schreien leider immer noch keiner da. Na gut. Können wir leider nicht ändern. Die haben jetzt gerade nicht sehr viel zu tun, leider. Okay, bei der Mühle es arbeiten muss. Weizen haben wir noch, ist okay. Hier wird der Mais gemacht, okay. Die Kakteen, das geht alles noch. Ja, funktioniert. Was ist hier los? Hier fehlen auf einmal Leute. Warum? Ja. So. Kommt ihr? Ja, komm. Ob ich da mehr arbeiten lasse? Ganz ehrlich, ich mach das mal. Und dann Biogas brauchen wir jetzt nicht. Wir machen wieder Kompost und werden hier mal mit Kompost nachhelfen. Bei den Kakteen jetzt... Doch, bei den Kakteen auch. Bei beiden.
So, wie sieht's aus? Geht's jetzt nach Süden? Ja, Onbu steht nur ein bisschen. Onbu schläft. Oh, Onbu hat sich jetzt vorher hingelegt. Das ist doof. Warte mal, das macht halt keinen Sinn, wenn er gleich zur Schlafstätte kommt. Das könnten wir ihm mal kurz mitteilen. Geh mal bitte weiter, Onbu. Bitte, bitte. Hat er jetzt eigentlich hier noch genug zu tun? Doch, 100%. Okay, also so schlimm war es dann nicht. Hier ist auch schon wieder ein Bäumchen nachgewachsen um den Mutterbaum. Und hier wächst auch gerade einer nach. Ach, schön. Und hier auch. Okay, also ein bisschen wachsen sie nach. Es dauert einfach nur ein wenig. Gut. Gut. Wurde er gefüttert? Dann will ich gleich nochmal hinterherhauen. Weil das ist noch ganz schön viel Hunger. Und wir haben ja gerade genug. Hier kommen... Ah, auch schon wieder sehe ich da Gift. Riesige Giftwolke. Über der Siedlung. Das ist ja interessant. Naja, schlafen. Ist okay. Wir werden das Gift auch überleben. Okay, schneller wieder. Ja, ich kann leider nicht viel machen. Zu wenig Leute, um mehr effektiv, also um mehr anzubauen und ähnliches. Zu wenig, was Neues bauen kann ich halt leider auch nicht. Kommt er jetzt hier? Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja auch gefüttert. Jetzt könnten wir theoretisch... Wir haben noch nicht gefüttert. Oh, haben wir noch nicht. Okay. Der könnte aber weg. Der kann hier arbeiten. Was ist denn das hier eigentlich? Die Gesundheit ist noch 86%. Müssen wir ihn doch mal heilen, ne? Wir brauchen, glaube ich, doch mal diese Medizin. Wie mache ich die denn? Wie mache ich die Medizin? Heilmittel. Ach so, so mache ich das. Okay, komm, wir machen mal das Heilmittel. Damit Onbu hier mal wieder seine Gesundheit auffüllt. Lustig, habe ich gerade zum ersten Mal registriert, dadurch, dass hier was fehlt. Interessant. Fehler melden? Nee, will ich gar nicht. Notizbuch? Ach so, okay. Ich guck nur mal hier so ein bisschen. Okay, was haben wir jetzt hier? Frische Luft. Das ist schön. Endlich mal frische Luft. Aber hier ist schon wieder... Da sind Nomaden. Ich weiß nicht, ob die hier später auch unseren Weg kreuzen werden. Oh Gott. Ein Schrein. Das heißt, wir können einen Förster machen und können dann selber Bäume pflanzen. Oh Gott, endlich. Weil ich glaube, dass das auch dafür sorgen wird, dass hier... Ja, dass wir uns gegen Gift besser behaupten können. Hoffe ich. Dann würde ich den nämlich vielleicht hier hinsetzen, den Förster, weil da so viel Platz ist. Hier haben wir noch einigermaßen gut Bäume und vor allem viele Beerenbüsche. Das ist schön. Aber hier... Ja, hier ist langsam kahl geworden. Man ist halt auch... Teil des Spiels darauf zu achten, dass ein Gleichgewicht auf Onbus Rücken besteht. Vor allem dann können wir auch im Notfall wieder Bäume vom Rücken nehmen. Solange da, ja, solange wir uns kümmern, dass da neue kommen. Sehr gut. Wie viel Biogas haben wir mittlerweile? Ah, gar keins mehr. Warte mal, ist das hier eingelagert? Die können wir auch wieder ausstellen. Die müssen wir gar nicht nehmen. Wir haben gar kein Biogas mehr. Okay. Eins nur. Würde ich, wenn das hier fertig ist, mal nochmal umstellen. Gleich. Ah, okay. Jetzt stelle ich mal um. Kundschafter sind auch gleich zurück. Oh, gut. Und jetzt, Adat. Gut. Wir wollen den Förster. Ja. So. Okay. Ich glaube, der kann jetzt erforscht werden. Hä, wir sind eins? Wieso wir sind eins? Hä? Ich müsste doch jetzt... Ich hatte doch zwei Wissen vorhin. Was ist denn jetzt los? Was? Stand hier nicht vorhin, dass ich zwei Wissen hätte und dann habe ich noch gesagt, ah schade, dann brauche ich noch zwei für den Förster? Du hast keine Wissenschaftler, die in... Hä? Ich bin verwirrt. Wo ist mein Wissen hin? Beforschen die das jetzt trotzdem? Also eigentlich, ich habe das doch für den Förster benutzt. Was ist da gerade passiert, Leute? Ich hatte doch... Ach, habe ich das falsch gesehen? Hatte ich zwei Wissenschaftler und nicht zwei Wissen? Habe ich da falsch geguckt vielleicht? Oh nein. Mist. Dann können wir das nicht machen. Dann habe ich wohl doch nur ein Wissen. Okay, dann brauchen wir... Oh Gott, das ist doch kacke. So was Doofes. Fitter. Ja, ich brauche das so unbedingt. Tja.
Dann wohl leider nicht. Schade, schade. Ich habe mich wohl wirklich verguckt. Ich habe wahrscheinlich wirklich bei Wissenschaftler geguckt und nicht bei Wissen. Ah, okay, okay. Wir brauchen noch einige Schreine mehr. Schade. Gut, wir gehen hier zum Siedlungsgebäude. Oh Gott, Kreuz. Ja, die kommt natürlich genau zu uns. Wir könnten stehen bleiben, dann zieht die vielleicht vorüber. Wartet mal. Nee, Entschuldigung, ich wollte Platz nicht geben. Hab zu schnell geklickt. Und wir haben auch schon Folgenende, sehe ich gerade. Okay, Leute. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn Onbo jetzt eine Runde stehen bleibt. Bleibst du stehen? Ja, okay. Mal sehen, ob wir der Wolke entkommen zumindest. Gut, dann ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst auch gerne ein Like da. Was machst du? Oh, da geht jetzt schon wieder weiter. Nein, das ist nicht gut. Onbu? Onbu, Junge? Platz. Achso, er platzt. Okay. Er platzt, ja. Er macht Platz. Ich hoffe nicht, dass Onbu platzt. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ah, guck mal, wir können ja wieder auf was anderes gehen, glaube ich, oder? Ja, Weizen geht wieder. Sehr schön. Keine Werkzeuge verfügbar. Achso, wegen Kompost. Ja, gut. Machen wir den wieder weg. Gut, Leute. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.